Wenn wir hiervon ein bisschen was herstellen, erstmal wieder zwei Speere herstellen. Und dann mal wieder den Bogen in die Hand. Ist das Gestein da oben? Ist das Gestein unten um die Ecke? Ja, die Leuchtfeuer schon entdeckt. Da ist es. Ich falle ja wirklich überhaupt nicht auf, ne? Ich meine, wie viele Typen laufen schon auf so einem Säbelzahntiger hier oben? Was ist denn da? Erfolg aus dem Weg! Jawohl! So läuft das hier. Haben wir nicht davon auch noch einen angezündet? Jawohl, kann man damit jetzt auch. Jawohl! So wollte ich das sehen. Leuchtfeuer Nummer 5. Hä? Ich hab doch gerade noch auf dem drauf gesessen. Naja, egal. Muss ich auch nicht immer verstehen, was hier gerade so gemacht wird. Der Beutel ist irgendwo unten. Man sieht wirklich sehr schön, dass die Kälteanzeige komplett weg ist. Wir verlieren also wirklich von Anfang an nichts. So. Außenposten. Jetzt geht's weiter. Jetzt arbeite ich mich in Richtung zu der Aufgabe von Karouche vor. Natürlich reiten in der Weise, ne? Logisch. Alles andere wäre ja langweilig. Ist ja nicht weit. Das nehmen wir noch mit. Ja, hat er schon genommen. Ja gut. Wen haben wir denn hier? Halt, stopp! Halt, stopp! Komm! Komm! Nimm dir doch den Köder, Junge! Also, du kommst erstmal raus. Komm her, das hol ich mir auch noch. Ja! Seltener Rot und gezähmt. Sehr schön. Genau, dich wollte ich wieder haben zum Reiten. Schön, dass der davon keinen Schaden nimmt, wenn man einfach irgendwo gegenreitet. Oh Gott. Geht das hier so schnell runter, wie ich gerade sehe, wie ich es gerade so denke? Ja, ne? Ah, schön. Gut, dass ich noch rechtzeitig sehe, dass ich einfach gesprungen bin. Das hätte nämlich den sicheren Tod für uns bedeutet, mit Sicherheit. Mit Sicherheit den sicheren Tod. Ihre Nordhorn-Versicherung. Ja, also sehr ähnlich.
Aber vielleicht kann man mit dem Werbespot noch was anfangen. Da unten sind auch Udam. Deckt mal mit der Eule. Habe ich da zwar gerade immer welche gesehen. Jetzt weiß ich mit der Eulen nicht, aber nicht mehr, wo das war. Da, ne? Da. Na, wen haben wir denn da alles Schönes? Haha. Keiner kriegt's mit, keiner hat's gesehen. Du sollst nach unten gehen. Ernsthaft? Nee, nee, komm. Das machen wir nochmal neu. Das geht besser. Gehe ich nicht tiefer runter? Ja, klar, jetzt, ne? Wow. Okay. Ach, jetzt komm schon! So, dann eben so. Befreie die übrigen Ranger, ja, kein Problem. Wo bist du denn da? Hier haben wir auch noch einen. Nordzeder. Sind wir natürlich an dem Außenposten genau in falsche Richtung unterwegs. Macht jetzt nur 50 Fuß noch. Ach, schon zu nah dran für die Eule. Schon zu nah dran. Ist jetzt der hinter? Ist der da oben drin oder was ist hier los? Okay, wir müssen einmal außen rum reiten. Komm. Tigri. Wir müssen außen rum reiten. Entschuldigung. Nee. Ich hab grad so ein Messer geworfen. Ja, scheiße auch. Na ja, hat man schon mal. Also, ich bin noch in der Vertretung unterwegs. Ich muss diesem Weg einfach folgen. Ja, besser hier entlang. Quaschabau, Außenposten. Da waren schon Udam. Oh! Stopp mal eben. Bist du zufällig ein Jaguar? Aber der Elch. Komm. Nimm dir doch den Köder, Junge. Ich will jetzt nicht nachgucken, ob ich das schon habe oder nicht. Ich mache einfach. Leopard gezähmt. Jawohl.
So, eben nachgucken, was wir hier dann für einen haben. Nicht verkehrt. Ich nehme natürlich trotzdem ihn, weil ich auf ihm reiten kann. Aber wir haben noch einen mit dazu bekommen. Sehr schön, sehr, sehr schön, sehr schön. Da freut man sich doch direkt mal. Jetzt müsste ich eigentlich erst noch diesem Hirsch hinterherjagen, ne? Und ist auch schon wieder ein Event. Das heißt, da unten ist eins, das ist gut ausgedrückt. Hier oben ist auch schon wieder eins. Ich gucke jetzt vorher nicht nach, genau, Rettung der Gefangenen. Nee. Nee! Zwei Pfeile verbraten, nur um die Typen da zu treffen, ne? Ich glaube, so langsam ist mal ganz gut hier. Bitte schön. Dafür bin ich doch da, Leute. Genau. Na, wen haben wir denn da? Ach nö. Da sind Udam. Dort. Ah, super, der ist glaube ich gerade schon gestorben. Wieder ein Pfeil verbraten. Entschuldigung, hat man schon mal. Einfach quer durch. Ja, natürlich. Du überlebst es zwar, vor Bäumen zu rennen und sowas, kannst aber nicht da hochspringen, ne? Mhm. Logik. Da kommen noch mehr. Scharfschütze erhalten. Wo ist er denn da? Kein Problem. Entdeckt, auch nicht verkehrt. So, jetzt bin ich eigentlich auf dem Weg zu dem Außenposten, genau. Man kann ja einfach dem Weg ein bisschen folgen, dann kommt man da schon an. Oh mein Gott! Wild gewordenes Mammut. Ehrlich gesagt, ist mir gerade egal. Aber ja auch nicht nur, ne? Ich hab dir noch nichts getan, Junge! Ich hab dir noch nichts getan! Bleib weg von mir! Oh, ich bin mal sowas von. Hey, Junge, ich hab dir noch nichts getan. Was willst du denn von mir?
du heilige Kanone. Bin ich denn eigentlich noch richtig? Ja, perfekt. Oh, da kommt nur noch ein sehr. Ich hab leider keine Zeit! Ich muss leider gleich mal weiter laufen hier! Ja, jetzt bist du ruhig, ne? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, jetzt hat er wenigstens einen Grund. Jetzt hat er wenigstens einen Grund, um sauer auf uns zu sein. Mein Tier ist auch fast tot. Ist irgendwo noch so ein Ort, wahrscheinlich wieder hinter dem Wasserfall in so einem Felsen versteckt. Boah, ja. Mit dem Mammut, also hält einiges aus. Ja, ich wollte es nicht riskieren, jetzt alles wieder zu verlieren, den ganzen Spielstand, ne, und ich noch von vorne anfangen zu müssen. Sozusagen ein Stück weit. Bleib bloß hier. Bleib bloß hier. Ja. Die Zukunft immer noch besser erkennen, oder nicht? Dann will ich was? Da ist das Menschenarmband. Haha, da ist es. Ja, verdammt, warum ist das ein Mammut noch? Dieses verdammte Mammut. Naja, bis gleich wieder draußen aus dem Wasser. Und du? Hm, was hast du hier rumzumeckern? So, jetzt noch mal einmal gucken. Ich muss aber außen rum, um da hochzukommen. Bitte ohne Mammut hinter mir, ja. Klar, hier gibt es noch so eine ganze Mammutherde. Ja, das ist natürlich... Ja, der Wahnsinn, da ist schon wieder einer hinter mir. Aber kein Mammut, ne? Nein, nein, irgendein... Löwe oder Tiger oder so. Hä? Jetzt glaube ich den ganzen Weg, um jetzt dann festzustellen, dass der eigentlich unten ist, der Außenposten. Ja, super. Das hätte ich auch einfach haben können. Ist das denn in der Höhle oder so? Twasha-Höhle, ja natürlich, stand da ja auch. Lesen muss man können.
ist noch einer. Das ist nur ein Kollege. Ja. Auch unser Freund. Pass auf, dass ich die immer noch alle abschieße einfach. Das Event ist aber noch nicht vorbei, ne? Und rette die gefangenen Wenger. Getarnt wie sonst was, damit man den bloß nicht findet. Die Frage ist jetzt halt noch, wie komme ich jetzt zu dem Außenposten hin? Ist der da drin irgendwo? Oder ist der da drin? Jetzt fangen wir nicht an zu haken, genau jetzt hier in der Höhle. Oh. Warum kommt alle? Nein, beweg dich doch nicht so viel. Jetzt sag mal, was ist denn jetzt los hier heute? Noch einer. Im Laufen. So muss das sein. Was für ein Gemetzel, ist ja Wahnsinn. Was fliegt die Eule sogar durch die Höhle? Du kannst sie nicht in der Höhle rufen, aber sie fliegt durch. Top. Außenposten 4 von 15. Neue Rohstoffe sind verfügbar. Sehr schön. Boah, das ist jetzt einiges an Leichen, die hier erstmal noch sind. Eine Fähigkeit. Zwei Punkte. Lade jeden beliebigen Bogen mit Pfeilen auf, während du sprintest. Ich als Bogenschütze brauche das natürlich.